Ich dachte, ich hätte meinen Ausweis vergessen und wir mussten jetzt wieder zurückkehren, aber er ist doch da. Jörg hat ihn gefunden. In so eine leere Fähre. Guck mal, der LKW-Fahrer hat sogar einen Platz mit Seeblick. Wie cool ist das denn? Ich wollte eigentlich euch zum englischen Frühstück einladen, aber wir haben uns für eine Version entschieden. Ich glaube, das Englische wäre auch günstiger gewesen. Wir haben nämlich bezahlt 15, nein, 19,79 €. Und das Brötchen, Joshua, ist der Burner, ne? Okay, dann starten wir jetzt mal nach England. Angekommen. Das Wetter ist schön und sehr angenehm, nicht zu kalt, nicht zu warm. So, Schatz, jetzt müssen wir links fahren, ne? Denk dran, ne? Bitte, bitte, immer links fahren. Du sollst fahren. Lustig. Aber noch sind wir doch auf der rechten Seite, ne? Noch gibt's kein Links. Ja. Schatz, immer schön links fahren, ne? Und wie ist halt so mit links fahren? Noch haben wir noch nicht so. Noch hat man nicht, ist das noch so, aber jetzt geht's schon los. Noch werden wir hier geleitet. Meinst du, wir müssen noch mal besser? Also die Engländer machen das einem wirklich nicht dunkel, Jörg. Wir fahren jetzt ins Dartmoor und angeblich ist es da nicht nur eine sehr schöne Strecke, sondern einfach sehr, sehr schön, aber die Strecke an sich ist hier ganz schön Hilfe. Und ich glaube, das ist erst der Anfang, ne? Das wird bestimmt noch heftiger. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich auch, warum das England heißt hier. Aber hier stehen Pferde. Nicht auf dem Flur. Afrika-Löwen. Wildpferde, das heißt, die haben keinen Chef, keinen Besitzer. Das ist ja der Hammer. Der ganze Berg ist voll Pferde. Aber ganz ehrlich, der Platz da vorne, den hätte man doch auch nehmen können, oder? Warum haben wir uns denn nicht da hingestellt? So alleine zu stehen. Ja, finde ich, hätte ich auch gut gefunden. Hätte ich gemacht jetzt. Lauter Pferde. Also jetzt sind wir mitten im Dartmoor. Also, das ist ja der Knaller. Das ist so unglaublich schön. Jörg meint, es wäre ein Pferd. Ich sage, es ist Schaf. Es sind Schafe. Schafe. Wildschafe. Und da kommen die Pferde. Nee, das sind Büffel. Hey, wo sind wir hier? Safari Park? Sie haben die Safari-Tour gebucht. Nee, ist das auch ein Schaf? Auch ein cooles Plätzchen.
Aber wenn wir sonst scharf, ne? Also das ist absoluter Wahnsinn hier. Das werden immer mehr Tiere. Wir haben jetzt auch noch Kühe und Kälber. Und das wäre natürlich jetzt auch ein interessanter Stellplatz. Wobei, da muss ich sagen, da wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Tier um meinen Stellplatz herum. Meine Güte. Als Mensch, der da steht. Also auch Menschen gibt es wilde Tiere. Oder was? Wild gewordene Menschen. Was machen die da? Die campen da. Siehst du? Kannst du doch campen. Hier stehen die Kühe wieder. Ich habe ein Feuerchen gemacht. Oh mein Gott. Also das ist wirklich. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass man so. Also. Wahnsinn, ne? Und die sind ja auch so lieb, ne? Die könnten ja jetzt auch irgendwie genervt sein, dass hier ständig Autos langfahren oder Wohnmobile. Aber die finden das vollkommen in Ordnung. England ist so schön. Ich stehe auf einer ganz berühmten Brücke aus der römischen Zeit, steht in ganz vielen Reiseführern. Das ist ein Traum. Vor allen Dingen diese alten Steine. Man spürt richtig die Geschichte, das Archaische. Einfach toll. Fahren wir zu einem Campingplatz, der im Dartmoor liegt, aber irgendwie kommt mir das hier schon ein bisschen komisch vor. Halleluja. Ist aber wirklich ein Insider, ne? Der Campingplatz. Da kommt doch kein Mensch drauf, dass hier ein Campingplatz ist. Das Schild, dann fährst du da rein und dann. Ja, gut, aber das. Ja, dann musst du immer weiter. Ich schätze mal, das ist ein Zelt. Vielleicht ist das hier nur ein Zeltplatz, aber da war ja. Die Einfahrt. Hier kannst du schon mal homegrown organic. Vegetarisch. Longstone Manor. Ich glaube, der war. Manor. Camping. Manor. Okay, Reception. Slow. Wenn man also die Fahrt durch das Dartmoor erlebt hat, bietet sich wirklich als Übernachtungsplatz dieser wunderschöne Campingplatz an. In der Nebensaison auch mit AxiCard gültig, wobei wir haben jetzt mit 2 Personen und Strom 23 Euro in der Hauptsaison bezahlt. Das finde ich jetzt auch noch ein sehr günstiger Preis. Der Campingplatz liegt malerisch. Es gibt also einige Plätze mit einem Blick auf die Berge. Also hier links sind die Sanitäranlagen, die wirklich super sind. Der Jörg und Co. gucken schon, wo geht's jetzt weiter. Und falls jemand hier hin möchte und einen Platz reserviert, dann würde ich unbedingt die 1, 2 oder 3 wählen, weil das sind nämlich die Plätze, hier, cooles Auto, die Plätze, die wir am schönsten finden. Hier gibt es auch noch mal einen Platz, der ist auch jetzt gar nicht schlecht. Aber 1, 2 und 3 sind einfach die schönsten Plätze, weil man so eine schöne Aussicht hat. Das ist die magischste Straße meines Lebens. Wirklich, hier ist Zauberei und laute Rosamundes. Jetzt ist die Zone zu Ende. Thank you for talking.